Wer in der Mühlenschenke essen will, muss nicht nur einen Tisch vorbestellen, sondern sogar das Gericht, das er hier essen möchte. Wahnsinn! Das ist der Unterschied zu anderen Restaurants. Genau. Sie bestellen Ihr Essen schon, bevor Sie hier überhaupt, also quasi, eintreffen. Bevor Sie jetzt abwinken, erst mal abwarten. Vielleicht lohnt sich die Mühe ja. Das ist übrigens die Chefin. So gehe ich immer zum Schaffen. Das ist meine Schafffrisur, meine Schürze, mein Gemüse im Haar. Da kann ich auch tanzen und Yoga mit der Frisur. Wunderbar. Das bin ich. Gekocht wird hier mediterran. Leber im Speckmantel mit Salbei und Thymian. Oder dieser Hahn nach einem spektakulären Rezept aus Frankreich. Das ist nur jetzt der Knoblauch für den Hahn auf 40 Knoblauchzehen nahe. Den tun wir jetzt mitdünsten. Der braucht auch gut eine Stunde. 40 in Zahlen. 4-0 Knoblauchzehen. Das gibt es wohl im südfranzösischen Raum. Gibt's das, nennt sich im Original Poulet au 40 Gousdail. Also mit 40 Knoblauchzehen. Deswegen haben wir das auch so übernommen. Das ist das Flaggschiff, den die Gäste immer sehr gern bestellen in der Urlaubszeit oder wenn Feiertage anstehen, da man ein bisschen Zeit braucht zum Auslüften, wenn man den gegessen hat. Ne? Der Hahn wird mit Salbei, Thymian und Rosmarin aus dem Garten gefüllt. Dann auf ein Blech mit selbstgemachter Geflügelglas. Das ist wie ein Fond, nur noch reduzierter. Jetzt schieben wir in den Ofen. Für 1,5 Stunden. Und der Knoblauch? Der wird separat gegart und kommt später zum Hahn. Das hier sind die Speckmäntelchen für die Leberspieße. Viele, die mögen ihn rein nicht und erschrecken schon bei dem Namen Leber oder Niere. Das und sagen, das mag ich nicht. Und wenn sie es dann eigentlich essen, stellen sie fest, es schmeckt gar nicht so, wie es heißt. Das Schöne am Konzept mit den Vorbestellungen ist für die Wirtsleute, man kann alles ohne Hektik vorbereiten und anschließend ein Päusle machen, gleich hinterm Haus. Tessie Haag übernachtet sogar manchmal hier draußen. Ursprünglich wollten die beiden ein Lokal in Südamerika aufmachen. Klappte nicht. Also Süddeutschland. Klar gab's anfangs Kritik für ihr System, aber es funktioniert. Seit 20 Jahren. Die kommen ja aus dem Bereich der Baukunst und nicht der Kochkunst. In der Anfangsphase habe ich natürlich sehr schnell festgestellt, also dass die Kocherei im Restaurant was völlig anderes ist, als eine private Küche zu leisten. Ja. Und deswegen kam unser Konzept dann eigentlich erst zustande, dass ich irgendwann gesagt habe, ich kann das nicht für 60 Leute oder was à la carte kochen. Geht nicht, wir müssen das anders machen. Und dann kam ja die Idee auf, dass man Gerichte vorbestellen muss und dass die Leute auch reservieren müssen. Und die Gäste sitzen dann ganz entspannt hin, haben keine Hektik mit Karte lesen. Nö, die sitzen dann unter gemütlicher Teil des Abends. Das beginnt, das ist einfach wunderbar. Ach, noch was. Immer zwei Gäste pro Tisch müssen das gleiche Gericht bestellen. Das Essen kommt nicht tellerweise, sondern in Schüsseln oder auf Platten. Trotzdem oder deswegen ist die Mühlenschenke immer schon Wochen im Voraus ausgebucht. Und wie schmecken die Leberspieße? Hier so als Vorspeise, so als Kleinigkeit esse ich das ganz gern. Und er liebt es. Mit dem Öl, mit dem Gewürzten. Ja. Wir sind froh, wenn wir unser Zweiertischle kriegen, weil für uns ist das eine richtige Oase und ein Urlaub. Das ist wie so ein kleiner Urlaub, eine Auszeit. Und das Essen ist besonders. Das war stressfreier Genuss aus der Mühlenschenke in Schwendi. Ausflugsziele in der Nähe, das Kunstmuseum Villa Roth in Roth und die ehemalige Reichsstadt Biberach an der Riss.